So, willkommen zurück hier am Kanal von Presenio. Part Nummer 11 bei Mario 3D World steht an und kleine Frage am Anfang, ja? Preisrätsel, nee, nicht Preisrätsel, einfach nur eine Frage. Wer sieht den Fehler im Bild oder was hat sich verändert? Ja, na? Genau, ich habe mich in den Katzenpeach-Anzug gezwängt, ja? Und zwar, damit wir einerseits die Raserei im Rätselhaus vielleicht besser hinkriegen und damit wir gleich noch den einen Stern vielleicht besser bekommen. Ich bin mal gespannt. Wie rätselhaft das Ganze denn hier ist. Na, den ersten, das war jetzt nicht unbedingt so schwierig, aber... Der war jetzt noch nicht. Das wir. Oh. Achso, wahrscheinlich ist im einen irgendwo der Stern, oder? Achso, nee, der ist am Ende. Ach toll. Ich habe jetzt gedacht, man müsste irgendwo in den Kisten gucken. Naja, mit Peach ist das Ganze natürlich auch immer bisher zumindest auch ein Ticken leichter. Ich meine, sonst würde man das hier... Ja, wobei, mit dem Beinsprung könnte man auch das machen. Gib Gas! Ja! Uah! Jetzt hat sie doch auf einmal nochmal eine hektische Bewegung gehabt. Ja, badabadu! Bisher läuft es ja rund. Und die ganzen Kumbas können wir ja links liegen lassen, das ist ja unser Vorteil. Ja, auch den Stern haben wir sicher, so der letzte, den müssen wir doch mal... Ja, easy going. Thank you, Peach. Juhu. Haben wir doch gut hingekriegt und wieder 10 Sterne mehr eingetütet. Kommen wir jetzt aufs Konto, ja, nicht ist es mit den 120 Sternen ein paar mehr. Wie aus 120 waren es ja, glaube ich, bei Super Mario 64, Super Mario Sunshine. So, jetzt versuchen wir nochmal das Abenteuer in den Trampolinbergen, den zweiten Stern da zu holen. Wenn wir den Katzenanzug nicht bis dahin verbaselt haben, könnte uns das ja auch... Jetzt bin ich hier eh sowieso mal gespannt. Hier wird hier... Aber hier sowieso per se eigentlich noch mal irgendwo was anderes gibt. Aha, es gibt eine Feuerblume. Ah, gut zu wissen. Und was gibt es hier? Na, wobei, wir heben uns das mal für eventuell Fails meinerseits auf. Komm, hier kann man ja auch einfach hochklettern. Oh, komm schon. Achso, ja, genau. So, die nehmen wir dann trotzdem mal mit. So. Schmeißen dich dahin und springen elegant hin und her und zack. Wie gesagt, ich hätte mal gewusst, hätte man das auch jetzt nur mit dem Katzenanzug hingekriegt. Ja, hätte man. Aber wir haben es halt so gelöst, wie man es denn auch lösen soll. Was gibt es hier noch?
Ah, eine Feuerblume. Wozu Feuerblume? Ja gut, wahrscheinlich um die einen Typen da wegzumachen, ne? So, leg mal los hier. Mitten rein hier. Wir machen hier ein Massaker, machen wir hier. Okay, wir müssen natürlich auch noch bis zum Ende kommen. Das ist nur so nebenbei. Und es wäre gut, wenn wir den Katzen uns noch behalten. Dann müssen wir uns nämlich nicht Angst haben, dass wir irgendwie wieder failen. Oh, na gut, den Stempel wollte ich jetzt gar nicht. Aber egal. So. Die Kölsköpfe hier können wir alle ignorieren. Kletter nach oben. Und haben auch dieses Level nun beendet. Zu 100% können da einen... zu 100% ja noch nicht, weil wir haben ja noch nicht mit jedem Charakter das Level beendet. Was natürlich irgendwann auch eine Heidenarbeit ist. Ich weiß nicht, ob ich das jemals mache. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal so weit, dass wir bei die verlorene Stadt in den Spikebergen, Feld 4-5. Da geht es weiter. Verlorene Stadt ist blöd, wenn man die verloren hat, ne? Oder ist das sowas wie Bielefeld, ja? Wo keiner weiß, ob die überhaupt existiert oder nicht existiert. So, weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. Tschüss. Sayonara. Ciao. Ja, scheint so zu sein, dass auch hier das Ganze ein wenig existenziell ist, ne, mit den, okay, es geht hoch. Typen gehen mir ein wenig auf den Senkel. Und hier gab's doch was, ne? Hier gibt es bestimmt den ersten Stern. Nein, den Stempel. Auch nicht schlecht. Haben wir den schon mal abgehakt. Und eine Röhre gibt. Moment, geht's hier weiter oder geht es hier wieder? Man weiß natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber dass man erstmal hingeht und ich glaube, wir können wieder rausgehen. Erstmal, weil man macht einfach die Typen tot und danach hat man hier jetzt leichtes Spiel, also ist es ja noch nicht mal so, dass man jetzt auf Zeitlimit hier gehen muss. Sondern man kann einfach beruhigt und einfach hier die erstmal ausschalten, die Typen, und dann... So, was wolltest du? Ich glaube auch, ihr seid... Na? So, na gut, also Stempel erster Stern. Oh, das ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen blöder. So, Halbzeit. Wir machen natürlich trotzdem keine Trinkpause und müssen auch keine Taktikbesprechung machen. Wir müssen einfach nur weiter konzentriert hier rum springen, laufen, klettern. Das sieht hier doch wieder ein bisschen fragwürdig aus. Kommt man hier hoch? Nee. Schauen wir mal, wo es hier... Okay, jetzt wird es natürlich schon wieder ein bisschen... Ah! Okay, da wäre noch eine Katzenglocke für den Fall. Das wäre so, dass wir sowas wie das machen. Wie das machen. Ist die jetzt noch da? Ja. Nichts passiert, alles im grünen Bereich. So, hier könnte, sieht es doch so aus, als könnte das wieder irgendwo hingehen, oder? Alles versinkt im Nebel, außer dieser Stern. Wunderbar. So muss das doch einfach mal laufen. Einfach mal glatt, einfach mal ohne Probleme. Okay, nicht beschreien, ne? Wir verlassen uns davon nicht in irgendeiner Form blenden.
Okay, jetzt haben wir alle Sachen. La 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 la. Oh, haben ein bisschen getrödelt, haben wir? Das ist jetzt doof. Aber wir sind ja auch schon am Ziel. Einmal noch hier hochjumpen, einmal noch den Kerl wegmachen und auch dieses Level im ersten Anlauf direkt alle Sachen geholt. So muss das gehen. Ist ja schon beängstigend, wie gut dieser Part läuft. Ja. So, da ging es zu den Feuerbrüdern. Die haben wir, das haben wir. Ah. Laut da etwa ein Bossfight für uns jetzt. Sieht so aus, ne? Also ich glaube, hier haben wir erstmal ja, alles gemacht. Da waren wir schon mal. Gucken wir noch schnell auf unsere Karte. Welt 4a Schloss ist das einzige, was noch verbleibt. Ne? Alle anderen Sachen haben wir ja erfolgreich ja, beendet. Also nicht lang schnacken. Ran an die Bullet. Achso, ja, okay, hier 50 Sterne, bitteschön. Ja, bitteschön, ja, haben wir doch. Und das ist Boss Karumpels Lava-Versteck. Mal schauen, was uns da so erwartet. Ja, geht los bei Peach. Boah, die Tür hat sich geschlossen. Oh. Kann man eigentlich damit die... Jawohl! So, ich muss den da drauflegen, ne? Und wenn ich jetzt selber hier drauf springe, fällt diese Brücke runter. Den können wir dann auch mal entsorgen, ne? Und da ist dann der erste Stern. Ist ja gut, dass wir das einfach gerade, dass ich das einfach nur so aus Spaß, den da die Gumbas umhauen wollte. Weil sonst hätte ich den einfach weggeschmissen. Okay, nur eine Münze ist aber ein bisschen komisch, oder? Ah, okay. So, was haben wir hier? Sehr gut. Jetzt haben wir extra, haben wir das Rätsel der roten Münzen gelöst, aber haben dafür eigentlich auch schon wieder direkt bezahlt. Oh, jetzt geht er sogar unten, unter der Lava durch. Na, das halte ich jetzt für ein Gerücht, dass das physikalisch so möglich ist. Da geht es wahrscheinlich weiter, deswegen gehen wir mal hier rein. Hallo, hin, hallo. Ach so. Das war knapp. Ärgerlich vor allen Dingen, dass wir den Katzen... Da hinten ist der dritte Stern, okay. Ach, ich vergesse. Ah, die verfolgen mich. Man kann nämlich auch die Gegner einfach werfen und dann... Oh ja, toll. Nein, warum wirft er die denn? Und außerdem gab es gar keine Halt. Keine Halbzeitflagge. Das war irgendwo ein bisschen blöd. Das war unnötig gerade, weil ich habe doch eigentlich... was mache ich denn jetzt? Ich springe erstmal hier drauf. Hol mir dann jetzt die Münzen. Und nehme dann das so. Zack. Weil der Clou ist ja irgendwie, man kann auch, wenn man auf den Gegner da drauf springt und den dann mitnimmt. Nein, warum? Jetzt ist meine Katze schon wieder weg. Also ein Gegner wirft, kann man trotzdem dessen, also bis dahin, wo der fliegt, ja.
ist aber auch knapp, ne? Also da, wo man den hinschmeißt, da kriegt man dann trotzdem noch die Items. Ich habe immer noch die Angst, wenn die Katzenglocke, dass du... Ja, ihr seht es doch schon, ne? Da, genau da müssen wir eigentlich hin. Da oben hoch müssen wir, da gibt's bestimmt was, da gibt's bestimmt den Stempel, ich wette. Uah, ja, spawn noch näher. Jetzt ist der... So, jetzt kann ich nur hoffen. Warte, ich schmeiß erstmal hier. Dann hole ich mir die... die Katzenglocke, dann schmeiße ich den Stern da weg. Dann schmeiße ich... das noch weg. Und jetzt gebe ich nochmal Tempo, jetzt gebe ich nochmal Gas. Weil jetzt habe ich nochmal die Katzen... Ach du Scheiße. Sag mir doch, dass ihr neu spawnt. Jetzt kletter ich hier hoch. Kletter ich hier hoch. Kletter ich hier hoch, hol mir den Stempel. Ja, lass den Typen... Typen sein... Jetzt freu dich doch nicht, gib Gas da, Mann, ey. Mach da nicht noch einen Telemark. Schwuppdiwupp. So, okay. Alles gut. Bis dahin sind wir schon mal gekommen. Haben alles auch auf Umwegen geholt. Was gibt es jetzt? Oh, der sieht jetzt aber auch nicht so... Was hat er da? Bergkristalle oder so? Als Schutz? Müssen wir den... Womit müssen wir den... Müssen wir den bewerfen? Wahrscheinlich, ne? Ja, genau, das müssen wir machen. Dann wird er sauer. Schießt irgendwelche... Uah, das ist... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, toll. Das macht er mir meinen schönen Plan hier kaputt. Okay. Ein drittes... zweimal müssen wir ihn noch treffen. Ja, toll. Wenn du natürlich immer die wegmachst, mit denen ich... dich angreifen will, wird es schwierig. Oh, und apropos schwierig. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Schnürschuh, lalalalala. Komm, gib mir nochmal, wirf nochmal hier drei von deinen Kollegen, genau. Ja, mach hier nicht die den sterbenden Schwan. Ich, aber da ich ja weiß, dass es da noch eine Zeitbonifikation gibt, das hat ja alles kein Problem hier, ne? Wunderbar, 100 Sekunden nochmal drauf. Alles kein Problem. Jetzt nur nicht gleich versagen, Prinzessin. Na, Gott sei Dank. Auch das hat wunderbar funktioniert. Goldene Fahnenstange. Jawohl. Die Sprinkle of the Fight oder wie auch immer hier Prinzessin Lilifeder heißen mag. So, damit ist auch diese Welt erfolgreich beendet, ja? Aber wir haben noch einiges vor uns, wie ihr seht. Also die Stempel werden nicht gerade... Wir haben noch nicht mal die Hälfte, würde ich sagen. Und wir haben ja schon die vierte Welt. So. Also, du kannst wieder mit deinem Hämmerchen, ne, mit deinem... Ach, guck mal, die hat... Hatte die nicht... Hä? Schreibt mal in die Kommentare, wisst ihr, was die... Die hatten doch von Anfang an einen Hammer, oder hat jeder was anderes? Habe ich jetzt nicht darauf geachtet, weil die hatte eindeutig einen Schraubenschlüssel. So, wo geht's denn hin? In welche Welt? Geht es... Oh, es geht... Es geht... Oh, schön. Es geht zu einer Strandparty, ja? Wunderbar. Das sieht doch schön aus. Hier unser Freund Captain Toad. Oh, Sonnenbrand am Tropenstrand. Wunderbar. Das ist doch genau Sommerfeeling pur. Und wie es damit so weitergeht, das sehen wir dann natürlich im nächsten Part, ne? Bis dahin. Tschüss.